So, hallo. Rein in die Höhle wollen wir jetzt, ne? Also, let's go. Glück gehabt, dass wir nicht gestorben sind bei dem Mordsprung. Hat uns ja das eine oder andere Mal schon das Genick gebrochen. Egal. Henry, wir suchen dich. Wo bist du denn, du Arschgesicht? Hey du, Peng. Super, Medizin ist voll. So geht man noch gerne weiter. Da hinten ist einer. Okay. Haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Badam. Die Messer sind stärker. Wer braucht eine neue Waffe oder ich muss es auch irgendwie gucken, dass ich das mal geskillt kriege. Ach, jetzt ist die Medizin. Jetzt kriegst du Medizin, ja? Weißt du, wo voll ist? Da hast du Midi. Mist. Ziemlich böse erwischt. Henry. Der wacht so schnell nicht wieder auf. Ich will nie mehr. Ich hab ja gar nichts, Mann. So, geil. Waren die Bomben? 3 Stück. Gut, hat ja einigermaßen vernünftig geklappt. Ist da noch einer? Ne, das war ja gut. Plündern wir sie. Medizin ist voll. Leute. Okay. Alles klar, Herr. Erstmal nur die Kiste mit. Okidoki. Wir fahren. Wir ihn. Ja, befra. Achso, hinten. Ivy, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Hat man Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Ist jetzt wohl nicht wichtig, ob Sie ihm wehgetan haben. Henry aus dem Gebiet Escort. Ja, du lauf doch mal vor. Was ist mit Du den Spacken. Plänen? Die sind verloren. Macht ihr denn da, Junge? Tut mir leid. Oh, so kann ich auch nicht auf dich Gott sei Dank sind aufpassen. Sie sicher auf die Flucht. So. Dödel. Bleibst du? Der. Der Anführer der Rooks ist im Gebiet. Ja. Mir entkommst du nicht, Mädchen. Wer mal da ist, das los. Leben kommst du hier nicht wieder raus. Schnell, Henry. Henry Knuddelmonster. Mist. Dumme Sau, Mann! Arschgesicht. Ja, auf dem Dach, wo ist Henry? Mensch. Sind wir nochmal schnell mit? Jetzt kriegen wir natürlich keine Medizin, war ja klar. Nein! Oh! Nein! Nein! Ich komme hier nicht mehr runter. Das ist diese Stelle, die ich von meinte. Bloß in einem anderen Bahnhofsgebäude.
Wenn ich mich jetzt fallen lasse, bin ich tot. Schon war ich tot. Alter, das wäre jetzt der Hammer gewesen, ja? Ich wollte dich eigentlich eskortieren, rekrutieren. Ey, sag mal, Leute, ey, geht's euch noch ganz sauber? Wichser, Blöder. Mensch, kann ich jetzt endlich mal plündern hier? Ich habe ja gar nichts mehr. Ja, jetzt gibt's natürlich keine Medizin. Es ist so zum Kotzen. Ja, lauf vor, Henry. Halb tot, der Mann, weißt du. Nun geh. Oh, ist das zum Kotzen, Leute. Echt. Ich kann sowas nicht leiden. Was ist denn jetzt los? Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde, das Gewölbe ihres Doric sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Versager! So, haben wir natürlich keine Synchronisation bekommen. Ja, die Bewertung war jetzt, die Sequenz war jetzt nicht so der Hammer. Bewerte ich mit 3. Vielleicht reicht es ja zum Level up. Nee. Doch. Oder nicht? Haben wir eigentlich noch Fähigkeitspunkte? Ein paar, 8 Stück. Dadurch kriegen wir doch mal ein Level up, würde ich noch mal behaupten. Erhöht die Regenerationsrate ihrer Gesundheit. Wenn der Kampf Multikills ausführen, regenerieren sie Gesundheit abhängig von der Anzahl der Getöteten. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Unsichtbar im Schleichenmodus. Das ist cool. Ach, das ist Kutschenkacke. Mehr Quellen, mehr Sachen finden. Das ist natürlich gut. Muss ich mit ihr natürlich auch, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Das bringt ja nicht nur, wenn Jacob das hat. Aber sollte ich das jetzt irgendwie verballern? Reduzieren den erlittenen Fernkampfschaden. Sehr gute Sache. Muss ich mit Jacob auch noch machen. Reicht alles noch nicht zum Level up, ey. Wurfmesser betäuben nun für kurze Zeit. Das ist egal. Danach werden sie aber krasser. Obwohl betäuben auch nicht schlecht ist. Evie kann doppelt so viele Wurfmesser. Ja, da fehlt natürlich jetzt ein Punkt. Ey, das ist ärgerlich. Was ist hier? Unaufhaltsam. Der erste Treffer, den sie während einer Combo einstecken, beendet nicht länger ihre Combo. Das bringt alles nichts. Da fehlen die Punkte. Erstschlag. Greifen sie einen Gegner an, kurz bevor sein Kampf einstieg, um signifikant Schaden zu verursachen. Ich dachte, das hätte ich schon. Mache ich. Hauptsache, ich kriege irgendwie jetzt langsam mal das Level ab. Herrschaftszeit denn noch einmal. Was haben wir im Inventar? Einen neuen Umhang. Da ändert sich nichts. Egal. Immerhin haben wir die Level 7er Quest. Haben wir den jetzt dazu gekriegt erst? Zugsafe ist fast voll. Nee, den hat er schon vor einberechnet, nur noch leider nicht gezeigt. Dann kriegen wir jetzt auch den Umhang wahrscheinlich gleich angezeigt, oder? Nee. Es warten auf sie 5250 Pfund. Oh oh. Da drüben! Den legen wir noch schnell um. Okay. Ha, dann schaffen wir auch die nächste Quest. Erstmal hole ich mir den Aussichtspunkt hier. Aussichtspunkt holen und danach würde ich sagen, das Geld besorgen. Ich bin der Mörder. Don't say it. Nee, egal. So. Hallo? Ach du Huhn, du. Also ich weiß nicht, bei der Steuerung haben sie sich, hätten sie sich mehr Mühe geben müssen. Da müssten sie mal ein bisschen mehr investieren drin. Klar, scheint schwer zu programmieren zu sein. Du weißt ja nicht, was jetzt jeder Einzelne vorhat oder wie er es machen will. Aber zum Beispiel, entweder kleben die an so einem Teil dran, wenn du runter willst, ja. Oder sie fallen an dem Teil vorbei, obwohl sie sich festhalten sollen. Irgendwas ist immer.
kann nicht angehen irgendwie. Also da muss jetzt mal langsam... Muss mal ein Patch her. Nee, aber für den nächsten Assassinen-Teil würde ich mir wünschen, dass es auch wieder mehr Assassinen-mäßig ist. Weil wie gesagt, das kommt mir nicht so vor. Hier, die ganzen Dinger hier beim Synchronisieren, was man kennt. Oder auch diese Attentate, ja. Alles schön und gut. Schlossknacken haben sie voll verändert. Du musst nicht mehr so jetzt vorgehen. Da hat mir Unity wirklich um einiges besser gefallen. Da hattest du mehr Schleichkomponenten drin, die auch wichtig waren. Hast du so jetzt nicht irgendwie. Also hier kommst du so durch, ja. Hier, gerade mit meiner Spielweise, ne. Mal so auf Verdacht mal einen Schuss abfeuern. Mal gucken, vielleicht klappt es ja irgendwie. Ist dann eher so, dass dann die ganzen Gegner auf den Plan gerufen werden. Ist aber egal ist, weil es nicht weiter für dich irgendwie von Belang ist. Du legst die um und gut ist die Sache. Da musst du ein bisschen besser aufpassen, Freund. Alter Schwede, erst... Ohohoho. Ja, nun hör auf, da rumzuzappeln mit dem. Wir haben hier ein Problem mit Level 9ern. Hier, Freunde. Jawohl. Jetzt beginnt's die Ballerei. Hau ihn um. Gustav, leg ihn noch um. Oh. Oh. Ah. Ich bin ja quasi tot. Oh. Oh, Alter, zum Glück waren die da. Gilbert Fohler rammeln? Rammen? Fohler rammen? Okay, machen wir mal. Rammeln. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ach, der kommt raus. Gut. Lauf. Hauptsache, es kommt keine anderen roten Blatt, das jetzt irgendwie mir entgegen. Hey, ich könnte Hilfe gebrauchen. Wieso das denn jetzt? Du dumme Drecksau! Warum schnappt der sich einen Wagen? Dem geht's doch nicht gut. Und dann lässt er mich noch nicht mal aufspringen. Oh, die Kante. Ist er jetzt weg? Ist er entkommen? So eine Scheiße! Geh mir wieder auf den Sack, diese Kacke. Ach, halt den Mund. Ach, sei still. Jetzt geh mal schon wieder auf den Sack, ey. Haut er ab. Schnappt sich eine Kutsche weg, ist er dieser Feigling. Ja, was ist denn das für ein Typ, ey? So, haben wir am nächsten Aussichtspunkt immerhin. Müssen wir nicht viel zu so viel reisen. N hier. Wieso komme ich da nicht hoch? Ach so. Synchronisieren wir nochmal. Oder ist es das, wo ich hin wollte? Ne, das hatten wir vor. Ach, ich bin jetzt komplett durcheinander durch den Typen. So. Mann, was war das? 1600 Meter entfernt? Da sind wir aber ein bisschen weit vom Schuss jetzt weg, oder? Ja, knapp 1600. 331, aber erstmal muss ich mir das Zuggeld holen. Gut, dass wir hier auf der Ecke jetzt den haben. Den Aussichtspunkt haben wir noch nicht, aber das ist ja hier gar nicht in der Nähe. Das ist ja, ach doch, das ist hier. Aber da kann man sich dann hin teleportieren. Hier ist auch eine Schnellreise, dann kommen wir eher dahin. Wo ist der Zug? Zug, Zug. Das ist ein bisschen weit weg, aber da haben wir auch einen Teleporter hin. Ist auch nicht so das Problem. Ich möchte jetzt aber erstmal das Geld aus dem Zug. Bevor der Safe voll ist und wir Geld verschwenden. Aber wo ist denn der Zug? Bin ich blöd? Ist eigentlich ganz einfach zu erkennen. Ist ein Zug-Symbol. Was ist denn hier? Der Erste Weltkrieg, die dunkelste Stunde. Oh. Kein Zug. Wollt ihr mich verarschen? Ey, jetzt mal ehrlich, was ist denn hier los? So ein Müll. Ja, dann hierhin. Haben wir jetzt umsonst umgeguckt.
So eine Scheiße. Teleportieren wir uns dahin. Aber ich werde jetzt, ist ja Quatsch, wenn ihr euch das jetzt anguckt und ich hier irgendeinen Mist laber. Die Folge ist jetzt eh vorbei. Vielen Dank. Bleibt dran, es bleibt spannend, hoffentlich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Haut rein.